Hallo Mitspieler, mein Name ist Dalorite und ich begrüße euch zur 32. Episode dieses Cities Skylines Let's Plays. Ja, was habe ich hier nur angestellt? Bin ich mir auch selber noch nicht ganz so sicher, was das hier alles werden wird. Sollte ich das Ding hier dreispurig machen, dass die hier besser geradeaus fahren können? Weil, obwohl es hier eine zweispurige ist, scheinen die auch echt bloß eher... Achso, die wollen alle wirklich, die wollen alle nach rechts. Oder wie? Oh ne, der nach rechts will, blockiert die, die geradeaus wollen. Warum fahren denn die, die geradeaus wollen, nicht hier auf ihm hier? Aber auf jeden Fall habe ich diese Brücke schon mal leer bekommen. Das ist schon mal sehr löblich. So, war das hier Untertage? Ja, da staunen sie sich gleich wieder wahrscheinlich. Ich fände es ja mal interessant, was mal mit ihm hier passiert. Da müssen wir mal kurz draufbleiben. Ob hier jemals ein Zug anhalten wird. Ansonsten würde es sich eventuell hier noch irgendwo anbieten. Hier könnte ich mir noch einen vorstellen. Da würde auch den Verkehr hier ein bisschen auseinanderreißen, so hoffe ich. Sagt dann unser Tool hier. 1, 2, 3, 4, das sind die U-Bahn-Linien, die kann man ja schnell auch mal kontrollieren. Ja, hier ist ordentlich was los. Das sind immer normale Fahrgäste und daneben sind die Touristen. Ja. Und die sparen auch ordentlich Trips, also Leute, die normalerweise mit dem Auto gefahren werden. So. Hafen. Train. Ja, da ich keine eigenen Bahnlinien habe, sondern mich einfach bloß an das Verkehrsnetz nach draußen anschließen möchte, wollte und getan habe, ja, passiert ja nicht viel. 17 Leute pro Woche und 38 Touristen kommen in die Stadt. Ist ein bisschen ernüchternd. Ich meine, es ist schön, dass meine eigenen Bürger die Stadt nicht verlassen wollen, wobei ja auch nicht gesagt ist, ob die kommen oder gehen. Da könnte die Auswertung ein kleines bisschen genauer sein. Wo haben wir denn sonst noch überall Zug? Wo könnten wir denn sonst noch was veranstalten? Hier unten, mitten im Nirgendwo? Mit Autobahnanbindung? Ah, vielleicht ja nicht so schlechte Idee. Oh, guck mal, hier passiert. Wo kommen denn die jetzt alle her? Also Leute. Naja, das könnte sein, dass jetzt hier einen Zug gehalten hat und wir nicht gesehen haben. Die hier raus, hier rum und jetzt hier in die Freiheit. Hier kommt ein Zug. Und er hält, alles klar, also ist der im Netz mit drinne. Aber ich sehe Tatsache so noch keinen großen Reingewinn von den Dingern, weil im Grunde genommen sind alle diese Trucks normalerweise, also früher, bevor es diese Güterbahnhöfe gab, einfach auf die Autobahn und weg. Und jetzt verstopfen sie alle hier diese Ecke. Ja, wie ist es mit dieser Idee, Güterbahnhöfe hier unten anzusiedeln? Mit eigener Autobahnauffahrt? Oder hier wäre auch denkbar. Noch so ein extra UFO einfach für die Jungs hinbauen? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, Leute. Aber Fakt ist, dass die Leute arbeiten wollen und keine Arbeit finden. Wo wir ja eigentlich ja nicht lange her das Ding hier unten gebaut haben. Hier sind auch die Pumpen ordentlich dabei. Sind im Normalbetrieb.
Ressourcen waren die hier. Und es werden 57 Einheiten immer noch gefördert. Wahrscheinlich von denen hier. Na, warten wir mal ab, bis die sich auch umgewandelt haben in Raffineriebetriebe und dann knall ich das alles weg und mache normale Industrie draus. Könnte ich mir vorstellen, dass ich das so mache. So, was machen die Agraritäten hier unten? Wo machen wir den mal weg? Jetzt haben wir wieder was zu dosern. Habe ich das eben richtig gesehen? Nee, muss ich falsch gesehen. Was soll denn das? Ich habe doch hier viel mehr Land frei. Warum wird das nicht benutzt? So, Jungs, nochmal, aber anständig diesmal. Gut, haben wir das erledigt. Boah, diese ganzen Staus vererben sich natürlich alle auch. Man muss natürlich dazu auch sagen, dass die Stadt natürlich in der letzten Zeit voller geworden ist. Das kommt ja auch noch hinzu. Und immer noch am Müll umschaufeln. Mal schnell kontrollieren. 17%, wir nähern uns dem Ende. 26, 16, 0%. Er ist praktisch fertig. Den könnten wir schon mal umstellen. 2%, 36%. Alleweil, den Müll könnten wir auch hier irgendwie schön haben. Also schön im Sinne von einfach hier haben. Wie die Nummer. So, er wird jetzt. Ne, wir wollen keine Straße bauen. Die Straße wollen wir jetzt loswerden. Wir wollen ihn hier einfach nehmen und umschwuppen. So. Ne. Machen wir noch irgendwas in die Richtung hier. Mit. Straße weg, bitte. So, er könnte so. Dann passt da noch einer drüber. Er. Kein Bau auf Wasser möglich. Macht Sinn, sehe ich ein. Und über ihn hier nehmen wir schon mal. Oh, das ist bereit, Gefälle zu stellen. Ist noch nicht wirklich gefällig. Und das ist ein bisschen schief. Warum ist das schief, Alter? Weil ich ohne rechten Winkel gearbeitet habe? So ist das. Arbeitest du ja immer noch, Schnauze? Passiert sowas. Ungefähr. Wir brauchen ja nicht dauernd drüber schalten. Wir können uns ja einfach hier entnehmen, wenn wir den Bus als Lineal brauchen. So, die Straße kann drei weiter links, obwohl wir müssen ja mit dem Platz. Müssen wir uns ja nicht so haben. So. Neben der Straße. Das dürfte dir als Straße auch reichen. Ja, das würde passen. Gut. Dann weg damit. Und dann holen wir uns ihn hier. Und bauen den hier hin.
Fertig, so was machen wir mit denen eigentlich? Dann können wir dem noch den Normalbetrieb wieder erlauben. Obwohl, ich will ja, dass alles, was müllmäßig entsteht, soll ja hier in diese Autos rennen. Ich weiß nicht, ob das so einfach bloß als Puffer agiert. Na, lassen wir ihn einfach mal machen. Naja, na, der nimmt gleich wieder die ganze Straße weg. Ich will aber bloß hier dieses. Ist da auch ein Auto-Einrast, irgendwas, was ich einstellen könnte oder sowas? Nee. Oh, er ist auch clean. Dann kommen Sie mal kurz mit, junger Müllplatz. Fertig. Er ist auch an und kann praktisch aktiv werden. Gut, gut. 23, 14, 12, 34. Ihr habt noch ein bisschen was vor, würde ich sagen. So, und wir brauchen immer noch Arbeit. Hier ist ein bisschen Müll, was abgeholt werden kann, aber alles noch okay. Dann soll es Arbeit geben. So, wachs mal voll, dann nehmen wir auch irgendwann die Stromleitung wieder raus. So, kommt ein bisschen mehr. Ah, nicht zu viel. So, dann ist das Agrarei bald voll. Die Flunder ja auch. Oh, hier will die Werbe ausziehen. Die Werbe ist nicht glücklich, oder wenn? Anscheinend nicht, nee. Es werden andere kommen, Leute. Und die werden glücklich sein. Ansonsten geht es hier noch so weit eigentlich ganz gut, wenn ich mal wild drin klicke. 4. 4 von 5. Weil Cargo fehlt und keiner weiß, was Cargo ist. Education müsste da eigentlich auch toll sein. Machen wir mal eine grundsätzliche Kontrolle. Strom, okay. Wasser ist auch noch schön. Mülldepotauslastung 14% ist okay. Bildung, die Grundschulen. Schauen wir uns die doch mal eine nach der anderen an. 156 von 300, praktisch halb voll. Halb voll. Auch halb voll. Halb voll. Ja, bisschen mehr als halb voll. Halb voll. Halb voll. Halb voll. Die obersten Schulen, sagen wir mal, 800 von 1000, 800 von 1000, 900 von 1000. 900 von 1000. Also meiner Meinung nach immer noch genug Platz. Also warum das hier so ein bisschen dunkler gehalten ist, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ihr könntet alle einfach in die Schule gehen. Highschool. 164 von 500. Was immer das zu bedeuten hat. 47 von 500. Und die Universität? Ah, leere Hallen und leere Gänge. 1000 von 4500. Also ich bin der Meinung, dass die Abdeckung, was die Bildung betrifft, beispielhaft ist. Alles grün, alles schick. Ich meine, hier wird es vielleicht ein bisschen dunkler, vielleicht nicht so ganz schön. Genauso hier, aber pff, hey, was geht's da sonst gut? Hier ist, warum sind diese Häuser alle dunkler? Die haben ja genau eine Schule vor der Nase. Ebenso hier. Hier ist eine Schule und denen reicht diese Schule nicht. Genauso hier. Genauso wie den hier.
Wobei es hier in der Mitte aber auch wiederum hellere Häuser gibt. Und hellere Häuser heißt ja dann, uns geht's besser. Wir sind auf Oberschule, also auf Highschool. 175. Highschool. 172. Was gibt es denn für Werte direkt neben so? Achso, das ist ja Gewerbe hier, ne? Ja. Nochmal normales Haus. Highschool. Direkt daneben 150 von 500. Also, wenn 172 ein besserer Wert ist, dann sind die schlechter gelegen, obwohl sie genau daneben wohnen? Highschool 104 von 500. Und ein Steinwurf entfernt. Was ist mit ihm hier? Er hat zu viel Neues. Neues macht ihm mehr Probleme. Ansonsten Highschool 108 von 500. Fragen über Fragen. Ich meine, könnte auch die Entfernung sein, weil desto näher ich rangehe an dieser Highschool, desto geringer ist der Wert. Wenn man das hier nimmt, Highschool 104. Gucken wir mal den, der ist ein bisschen weiter weg. 107. Würde ja 110 sein oder so. 101. Also auch das haut nicht hin. Auch diese These ist damit widerlegt. Ja, Leute, wenn ihr es wisst, lasst mich teilhaben. Macht mich schlau. So, was ist hier mit der Bahnhofssituation? Immer noch ein kleiner Albtraum. Naja, die ganze Situation kann komplett eine andere sein, wenn die hier mit dem Müll fertig sind. Weil diese Mülltrucks, guck mal hier, was sind die ganzen Dinger, die verstopfen doch eine ganze Menge. Könnte, muss aber nicht. So, hier hatten wir noch ein bisschen Strom, den wir umbauen wollten. Und zwar den und den. So gut war, muss man kurz warten. Ja, hier entstehen ja. Aber die Verbindung reicht nicht. Da müssen wir nochmal ihn hier. Nicht gut. Bedürfnisse auch soweit wieder einigermaßen abgedeckt. Nicht genügend Verkaufswaren. Hä? Aber woran mag denn das liegen? Nicht genügend Verkaufswaren. Das heißt, zu viele Leute wollen bei euch einkaufen und ihr könnt die alle nicht bedienen. Ihr habt zu wenig Waren. Das heißt, ich sollte mehr Gewerbe bauen, damit die Kunden auch in andere Läden gehen. Ja. Weil letztlich die Produkte scheint ihr ja generell zu kriegen. Weil sonst würdet ihr von Anfang an sagen, hey, unsere Regale sind leer. Woran mag das nun liegen, Leute? Aber so diesen Häuserstil finde ich schon schön schick. Aber dass das dabei bleibt, finde ich ein bisschen schade.
an und für sich müssten die Häuser, die hier zu sehen sein, müssten an und für sich hier sein. Weil so richtig europäisch sehen die Dinger alles in allem nicht aus. Ich meine, gut, woran wollen wir das denn festmachen? Dann ist so das kleine Einfamilienhaus mit Pool. Ich meine, gut, sieht man hier, das ist, ob das ein Einfamilienhaus ist. 4 von 5 Haushalte. Ja, natürlich auch Max-Ausbau mittlerweile oder fast Max. Ja, Leute, lassen wir das erstmal ein bisschen einwirken. Lassen wir das mal ein bisschen auf uns einsinken. Und beenden diese Episode. Noch ein bisschen drüber nachdenken, ob ich diese Staffel jetzt weiter fortsetzen möchte. Oder ob ich eine zweite Staffel anfange, wo es dann auch wirklich Hochhäuser gibt. Weil ich sag mal so, eine Stadt bauen ohne Hochhäuser, ich fand das schon immer ziemlich geil, so ein, ja, so die Skyscraper in der Stadt zu haben. Und das sollte jetzt hier nicht unser Einziger bleiben, bin ich der Meinung. Ja, mache ich mir drüber Gedanken, weil letztlich habe ich ja jetzt auch wieder einige Episoden eingespielt und einige Tage dadurch Zeit, mir darüber Gedanken zu machen. Ihr werdet sehen, Leute, entweder gibt es bald einen neuen Teil oder eine neue Staffel, werden wir sehen. Ansonsten bedanke ich mich bei euch, dass ihr mit dabei wart, dass ihr ja, euch das angesehen habt. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid, egal ob Episode oder neue Staffel. Würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst und wenn ihr den Kommentarbereich benutzt, wenn ihr auch eine Meinung dazu habt. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag.